Das gibt's doch nicht, ey. Das ist so eine never-ending Story hier mit der Höhle. Naja, ich will mich mal nicht beschweren, ne? Ich meine, da können wir jetzt noch 50 Folgen in der Höhle rumlaufen. Aber was soll's, dafür haben wir ja ein paar Rohstöffchen. Und diesmal geht's ja auch nicht ganz so langsam vorwärts, wenn ich das mal so anmerken darf. Zap, zap. Mann, wie viel Eisen wir schon haben. Das ist eine wahre Freude. Da weint mein Herz. Ich guck mal ganz kurz hoch. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Eisen haben wir denn? 17 plus 64. Schön. Und schön ist auch, wenn wir jetzt in die Lava fallen oder wenn uns ein Creeper jetzt mitnimmt, dann ist das alles auf einmal weg. Ach, du Scheiße. Da hinten ist es auch wieder hell. Ich glaube, das ist auch entweder ein... Ach, das ist hier. Ah, Mensch. Und da müsste es gleich hochgehen. Genau, hier sind wir. Ah, ja, ah, ja. Welch eine majestätische, riesige und furchteinflößende Höhle. Und hier, ah, hier ist der Schutzwall, den wir gegen die Skelette gebaut haben. Also langsam haben wir die Höhle, Gott sei Dank. Nach und nach erleuchtet diese riesigen unterirdischen Komplexe hier. Das ist ja unglaublich. Sekunde, einmal ganz kurz husten wieder und speichern. So, jetzt nur noch speichern. Los, speichere. Saving Level. Los, save doch mal. So. Dann mache ich hier mal Folgendes. Naja, gut. Und da ist Gold und da ist Eisen. Auch bekannt als Silber übrigens. Dann wollen wir das Silbereisen mal abbauen. Und natürlich das Gold. Das Meer so ein bisschen aussieht wie eine Senfquelle. So, und nein, den Redstone nehme ich nicht mit. Die Kohle, ja, die Kohle kann ich mal mitnehmen. Tut ja keinem weh und wir haben ja Spitzhacken-Irmas dabei. Und außerdem werde ich jetzt wieder mutiger, wo wir hier alles abgeleuchtet haben. Da darf man auch mal einen Flöz abbauen. Du alte Flöze, das hat man ja auch schon lange nicht mehr. Auch eine schöne Beleidigung eigentlich. Deine Mutter baut Flöze ab. Und da ist es doch noch dunkel. Was haben wir denn hier? Ach nee. Ich glaube, ich habe den Hang, diese Höhle irgendwie zu unterschätzen. Von wegen, ja, wir haben doch hier doch sowieso bald alles beleuchtet. Wieso beleuchte ich jetzt hier unten? Naja, kann ja nicht schaden.
Ich sollte nur mal aufpassen mit dem Schwert. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein zweites Schwert dabei haben. Ein Steinschwert. Also da wird es langsam ein bisschen eng mit dem guten Stück. Vielleicht sollten wir uns ja doch das erste Diamantschwert gönnen. So, da hinten, komm schon, da. Da. Ah, nein, ich will da doch nicht hin. Da oben ist alles erleuchtet. Gut, nur hier unten. Ah, wir haben keine Fackeln mehr. Ich will erstmal weg in Sicherheit, damit ich Fackeln machen kann. Los! Uff. Nein, Sicherheit! Nein, Sicherheit! Doch die einzige Sicherheit ist doch vorne 10 zu verweisen. Gut. Tja, fackelmäßig. Was mache ich denn da? Fackelmäßig, ist jetzt auch nicht gerade, ne? Ich dachte, wir werden da locker hinkommen, aber das kann doch keiner wissen. Dass es hier noch so riesig wird. Ach, naja. Kohle lasse ich jetzt mal hocken da. Schwimm zurück. Schwimmen wir mal nach oben? Ja, komm, wir schwimmen mal nach oben. Ich glaube aber, da ist gar nichts mehr. Auf jeden Fall waren wir hier schon mal und da kommen wir nur wieder zurück. Puh. Kommen wir doch mal zu dem Diamanten. Das gibt's doch nicht. Habe ich ja schon wieder einen Zombie gehört irgendwo? Da oben ist Eisen, aber... Wo kann denn jetzt noch ein Zombie sein? Außer überall. Pass mal ob hier. Erstmal hier die Scheiße aus dem Weg räumen, damit man hier auch mal wieder was sehen kann. So, ich räume die Erde hier nur deswegen weg, damit es hier nicht mehr ganz so verwinkelt ist. Und die aus Prinzip da oben. Und wie man sieht, ist es immer noch genauso verwinkelt. Hat also eine Menge gebracht. Da ist der Diamant. Aber ich traue ihm nicht. Oh, du süßer Diamant. Tö. Tö. Wo ist der Zombie? 3 Diamanten, das heißt... Wenn man irgendwo Diamanten findet, kann man sich sicher sein, dass von irgendwo ein Spielverderber kommt. So, der kam von da oben, das heißt irgendwo da oben müssen noch Viecher spawnen können. Wie können denn von hier Viecher kommen? Hier ist doch alles beleuchtet. Das verstehe, wer will. Von da können auf jeden Fall Viecher kommen. Probieren wir nochmal zaghaft dort ein Lämpchen hinzusetzen.
So, wie kriege ich den Wasserfall weg? Da ist er ja. Tschüss.